Ja, der Präsident ist fröhlich, es geht wieder los. Wir hatten zwar Sommerpause, aber ich glaube, es war aufregend genug, trotz alledem. Absolut. Ich glaube, jeder, der die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, für sich, aber auch für unseren Verein FC Energie Cottbus, hat gemerkt, das ist keine normale Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir heute in so einem Rahmen dann auch in die Saisonvorbereitung mit diesem Training halt auch starten können. Wirkt es noch immer ein bisschen nach, die Enttäuschung über den Ausgang der letzten Saison und der Verkürzen? Ich glaube, da muss man jetzt überlegen, wen fragt man. Ja, also wenn man mich fragt, dann würde ich sagen, Enttäuschung ja. Die Enttäuschung ist immer noch irgendwo in einem kleinen Stück dran, aber ich habe unmittelbar nach der Entscheidung, ich glaube am nächsten Morgen schon gesagt, nutzt ja alles nichts. Wir müssen im Sinne des Vereins nach vorne schauen. Und jetzt sind wir natürlich mit Vollkraft an der Ausrichtung und an der Vorbereitung der neuen Spielzeit. Die beginnt heute mit dem ersten echten Training, nachdem es ja medizinisch und alleine von der Kondition schon einige Proben gegeben hat im Laufe der Woche. Wie ist denn die Situation? Wir haben noch nicht alle Spieler parat. Was tut sich denn da in der nächsten Zeit? Das ist vollkommen richtig. Wir haben heute neben den schon bekannten Akteuren ja noch zwei Probespieler hier. Und es ist natürlich eine klare Zielsetzung, in der diesmal auch außergewöhnlichen Transferzeit, die ja bis September reingeht, uns tatsächlich auch noch zu verstärken. Das wollen wir in enger Abstimmung mit dem sportlichen Leiter und auch dem Cheftrainer auch entsprechend so vornehmen. Sie sprachen von zwei Neuzugängen. Um wen geht es da? Na, wir haben jetzt zwei Probespieler. Das sind jetzt noch keine faktischen Neuzugänge, sondern die wollen wir jetzt tatsächlich in dieser Trainingswoche testen. Und dann werden wir in Gespräche gehen und werden sehen, ob wir da die zwei noch für uns verpflichten können oder ob wir, wie gesagt, nochmal einen weiteren Blick haben im Transfermarkt. Aber Namen wollen Sie doch keine nennen? Nein, das wäre noch zu früh. Und ansonsten gibt es da auch den Sebastian König als sportlichen Leiter, der adäquate Ansprechpartner ist. Das wäre noch zu früh. Nun soll ja die Saison angeblich Mitte August losgehen. Ist das dann schon definiert oder noch immer so vage Aussagen? Man weiß ja nicht, was kommt unter diesem Motto. Es ist jetzt seit gestern Nachmittag sehr konkret. Wir hatten gestern eine Videokonferenz mit dem Nordostdeutschen Fußballverband. Dort ist der Rahmenspielplan vorgestellt worden. Und der sieht in der Tat den Start der Saison 2021 an dem Wochenende 15. August vor. Nun war ja zu hören, dass der FC Energie sich bemüht oder da dran drehen will, wie man das auch bezeichnet, dass man zunächst vorwiegend Auswärtsspiele hat. Wie steht denn da der NUFV dazu, zu diesem Wunsch des FCE? Ja, wir wollen da gar nichts drehen, sondern es gibt ja so entsprechende Quotenregelungen. Ja, das heißt, es gibt verschiedene Faktoren im Sinne von Parameter. Wir haben jetzt einen offiziellen Antrag gestellt, es gibt wie immer verschiedene Szenarien, aber dass wir möglicherweise am 15. August, das wussten wir zum Zeitpunkt des Antragstellungs noch nicht, wann es genau losgeht, nicht gleich mit dem ersten Heimspiel starten. Aber es wird jetzt nicht so sein, wie es vielleicht lesbar war oder hörbar, dass wir jetzt 4, 5 Auswärtsspiele haben, sondern es gibt schon immer das Verhältnis im Sinne des Spielplans, ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel und umgekehrt. Aber wir werden dann, je nachdem, wie dann die Terminbörse die nächste Woche stattfindet, den konkreten Spielplan ermittelt wird, wenn wir dann mit den potenziellen Gegnern sprechen, ob wir nicht sozusagen Heimrecht bzw. auswärts tauschen können. Abschließend vielleicht noch eine unbeliebte Frage. Wirtschaftlichkeit beim FC Energie, auch da hat man ja dran gedreht, sich bemüht, dort mit den Auswärtsspielen zu starten. Wie ist denn die finanzielle Situation? Hat die sich trotz dieser Krise ein wenig stabilisieren können? Sind die Partner treu geblieben? Also wenn man das über alles sieht, dann würde ich damit gerne mal anfangen wollen, ist das erste Halbjahr 2020 immer vorbehaltlich der Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer ein Jahr gewesen oder ein Halbjahr gewesen, wo wir sagen, damit sind wir unter den Bedingungen zufrieden. Ja, und man muss natürlich auch deutlich sagen, sowohl unsere Mitglieder, natürlich auch unsere Dauerkarteninhaber, was jetzt die abgelaufene Saison betrifft, aber vor allem Dingen unsere Sponsoren und Unterstützer, unsere Partner, haben wieder mal, muss man sagen, wirklich wieder mal und dafür auch großen Dank, uns hochgradig sozusagen weiterhin unterstützt und die Energiefamilie hält weiterhin zusammen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Aussage zum Schluss. Wir wünschen einen guten Start, gute Vorbereitung, auf dass es dann Mitte August mit voller Kraft raus losgeht. In der Hoffnung natürlich ganz vorn zu landen. Ja, genau so sehen wir das auch. Unser Wunsch ist natürlich, am Ende der Saison vorne zu stehen. Und vielen Dank für die Wünsche und allen beste Gesundheit.